choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Ja, wir sind hier immer noch auf einem wilden Trip und was sollte man am besten machen, wenn man auf dem Trip ist? Ja, genau, ein paar Cartoons anschauen, ne? Habe ich gehört. Weiß ich nicht. Ja, wir sind hier immer noch auf einem riesigen Trip mit Aventurin. Auf Englisch ist sein Name irgendwie Aventurin mit einem E am Ende, ne? Aventurin, ne? Und ja, keine Ahnung. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, wir sind hier immer noch mit Aventurin unterwegs in dieser komischen Traumwelt, ne? Von Pinakuni. Wir müssen hier unser jüngeres Ich, glaube ich, verfolgen, das hier durch die Gegend rennt. Und ja, währenddessen sind unsere Hauptcharaktere beschäftigt, die sind auch hier irgendwo in diesem Themenpark. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwo mal treffen, ne? Aber ja, die lungern ja auch irgendwo rum. Ich weiß nicht, ob wir uns irgendwie in dieser anderen Dimension oder irgendwie so weit befinden oder nicht. Oder ob wir in der gleichen Instanz sind wie die. Aber da werden wir wahrscheinlich schon herausfinden, ne? So, wir müssen erstmal hier darüber. Der Knabe ist da hinten hingelaufen, ne? Und ja, wir gehen natürlich jetzt seitens zu unentdeckten Gebieten. Und ja, cool. Oh, ich finde dich. So, da ist eine Truhe ausgezeichnet. Wie ich in einem Mund. Fetzen von irgendwas. Herzlich willkommen. Wir wünschen einen wunderschönen Tag im Themenpark des Clock Studios. So, ich höre so Soundeffekte, aber das ist da oben, ne? Voll Cuphead. Ne? Also, rote Hosen, schwarzer Körper, ne? Alles Kopien von Mickey Mouse. So. Machen wir das hier. Sehr verehrter Gast. Blablabla. Ja. Noch mal schnell, ne? So viel Zeit muss sein, ne? Ich glaube, wir sind relativ weit am Ende von dieser Story. Ich habe wieder nachgeguckt, so. Das sieht richtig aus. Wieso läufst du nicht da? Ich wollte schon sagen, das sieht doch richtig aus. Und ja, ich glaube, ich bin relativ nah am Ende von dieser Story, weil ich irgendwie ja bei Wikipedia nachgeschaut habe bei Trailblaze Mission. Ich glaube, wir sind bei der vorletzten Mission gerade. Weiß, ich habe es ein bisschen eilig, aber ich will weiter Final Fantasy 7 ausspielen, ne? Und da ich die ganze Zeit jetzt hier Honkai Star Rail am Spielen will, ich will das ja eigentlich nur spielen, weil hier wieder so ein Event am Starten ist, dass ich nicht starten kann, weil ich noch nicht weit genug in der Story bin, ne? Deswegen mache ich das hier mehr oder weniger gerade, ne? So, das sieht irgendwie richtig aus, vielleicht. Ich weiß nicht. Ja. Und ja, das ist irgendwie in 2-3 Tagen oder so vorbei, ne? Und ich muss halt die Welt ja auch noch machen, ne? Von daher weiß nicht, ob ich das hier zeitmäßig schaffe, ne? Deswegen wird Final Fantasy 7 gerade ein bisschen so auf den, wie nennt man das? Wie sagt man nochmal, wenn man irgendwie halt am Kochen ist. Und das, man muss das irgendwie so kurz zur Seite legen. Keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht ein, die Metapher. Egal. Ach ja, er ist auch hier. Unser jetziges Ich. Dass wir durch diesen Harmonie-Dingen ja bekommen haben, ne? あの野蛮人たちの鼻先から逃げるために君と姉さんは血だまりの中で転げ回り父さんが
Die Story ist sehr intensiv, hier fokussiert auf Aventurien. So müssen die Story-Quests in Genshin Impact sein. So fokussiert auf die Charaktere und nicht auf irgendeinen anderen NPC-Charakter, der irgendwie zum ersten Mal vorgestellt wurde da. Weil es immer in Genshin Impact. Wenn ich die Story-Quest von jemandem spiele, dann will ich auch, dass die Story auf sich um diesen Charakter fokussiert irgendwie, ne? Und so, hier fühlt sich das voll umgedreht an, ne? Wir sind in der Hauptstory des Spiels und die ist fokussiert auf einen bestimmten Charakter. Mein Gott, hier hört sich an wie von einer Stunde hier draußen. Waffe hat riesige Gewitter gerade. Das hielt nur für 5 Minuten, aber das war voll heftig. So, wer ist er überhaupt? Ihn haben wir noch gar nicht vorgestellt bekommen. Er hat die Klamotten von Dr. Robotnik irgendwie. Von Sonic. Gott sei Dank gelesen. Die sieht man sie gar nicht. Ja, kommt schon. Das ist ein bisschen groß, ne? Weißt du, wenn Kinder hier durchgucken wollen? Ich habe Zeilen gelesen, da. Wow. Mohaha, ich bin es, der große Bösewicht von Traumland, Stone. Was meinst du, sehe ich nicht cool aus, aber Krokodil ist Stone? Wenn ein Bösewicht besiegen will, muss ein noch größerer Bösewicht werden. Lebo, ich mache mich mal bei meinen, mit meinem Bösewicht-Training weiter. Piep. Also, das hier soll ein Stone sein, nehme ich an. Hanu ist aber nicht da. Ja, warum sollte er auch da sein, ne? Wenn der Bösewicht da ist. So, hier können wir wieder unsere Dinger aufladen. Das heißt, komm mal her. Wollte nicht. Ne, sind noch mehr Dinger, habe ich gesehen gerade. Komm mal her. Wenn wir unsere Dinger hier aufladen können, dann warum nicht, ne? Diese Soundeffekte irgendwie im Hintergrund, die kommen ja alle hier von diesen Cartoons, die hier überall sind, ne? Ich denke aber die ganze Zeit, das sind irgendwie weil nicht so Vögel. Die lenken ein bisschen ab. So, oh. Oh, du bist ein Boss. Dich kann ich nicht erledigen. Oh, hier sind die Vögel. Wie viel brauche ich hier? So, oh. Ah, du kriegst eine Lichtkegel. Der war bestimmt gut für Aventurien, ne? Nee, warte, die Jagd. Der ist doch gar nicht die Jagd, oder? Erhöht den Angriff des Trägers um 12%. Wenn der Träger einen Gegner mit einem kritischen Treffer zufügt, erhält so eine Staffelung viel Glück bis zum Mix. Maximal den kritischen Schaden des Trägers. Viel Glück wird am Ende der Runde des Trägers entfernt. Wenn der Träger einen Gegner einen kritischen Treffer zufügt, hätte der. Das war quer, wäre ein guter. Weil das Archer ist die Audi-Jagd. Ehrlich ist Nichtigkeit. Na, ich sehe nicht von Aventurien. Was ist ein Aventurien? Das sehe ich gar nicht. Warte. Bewahrung, ja. Muss schon sagen, dann wird er gar nicht. Ich gebe meistens immer die Lichtkegel der Charaktere immer. Ich gebe den Charakteren meistens immer Lichtkegel, die irgendwie auch die ihre Charaktere drauf haben, ne? Anschauen habe ich zum Beispiel nichts, ne? Weil nicht hier sie, das ist ihr persönliches Lichtkegel zum Beispiel. Seinen persönlichen Lichtkegel habe ich auch, obwohl ich nicht benutze. Das ist ein Event-Lichtkegel, den ich damals geholt habe. Sie hat hier, das ist nicht ihr persönliches, aber das auch, da hat sie, das ist ihr persönliches. Vor allen Dingen 5-Sterne-Charakteren habe ich die persönlichen. Also ja, ich versuche immer den Charakteren genau die gleichen. Irgendwie zu denen passen irgendwie. War manchmal tun Lichtkegel, die irgendwie die Gesichter von genau den Charakter haben, irgendwie nicht zu dem passen aus irgendeinem Grund, ne? Was ein bisschen schade ist. Also das ist so ein bisschen so Roleplaying, ne? Also genau wie in Genshin Impact, ne? Ich kann nicht eine Waffe jemanden ausrüsten, wenn die irgendwie kacke an dem aussieht, ne? An der Person.
Und ich weiß, es gibt viele. Ja, da geht doch rein. Er trifft den doch. Was? Was zum? Ich habe ihn noch getroffen da. Keine Ahnung, ich kann. Es gibt viele Waffen, die ich da habe. Und einige Waffen würden besser an einigen anderen Charakteren sein, aber. Aber die sehen furchtbar an denen aus. Deswegen denke ich mir so, ne. Der Drip muss auch stimmen, ne? Oh, warte mal, kann ich den jetzt hier öffnen? Ich glaube ja, ne? Ja, sieht so aus. Gut. Eine Abkürzung hier. Da muss auch noch ein bisschen zum Charakter und zur Kleidung und so weiter alles passen, ne? Deswegen musste ich vor Forina auch mal diesen einen Pass holen, ne? Da gibt es nämlich ein blaues Schwert. Das zufälligerweise auch gut für sie ist, ne? Wertemäßig. Da ich mir gesagt, so okay, holt sie dir mal einen Pass. Da war erstmal, wo ich mir diesen Battle Pass da geholt habe. Für einen Zehner. Weil ich Forina halt eine anständige Waffe haben wollte, weil sie halt so ein guter Charakter war. Ne? Mein Lieblingscharakter neben Fischl. Ich höre irgendwo einen Vogel. Kannst du mir nicht sagen, der ist nicht irgendwo hier. Piep, piep, ich wurde entdeckt. Ich bin durch den ganzen Irrgarten geschritten, um den Schatz zu stehlen, um zu weisen, dass ich die Nummer 1 im Traumstadt bin. Piep. Ich habe mich nicht einmal getraut zu fliegen, weil ich keine Aufmerksamkeit erregen wollte. Piep. Ich habe versagt. Prinz Gold hat recht. Von mir liegt noch ein langer Weg. Piep. Schiss. UFO-Burger. Oh, kennt ihr noch diese UFO-Joghurts? Die waren klasse, ne? Die gibt es gar nicht mehr. Die waren so UFOs. In der Mitte war so ein Spielzeug. Da hat es irgendwie so, weiß nicht, so Banane oder Kirschjoghurt oder Erdbeerjoghurt, glaube ich. Ich glaube Erdbeer. Ne, Kirsche. Ich weiß es nicht mehr. Die waren voll lecker. Die waren voll unhandlich zu essen. Ich kann mich erinnern, die Löffel, die haben irgendwie nie da so richtig reingepasst. Die Ränder hatten immer noch irgendwie Joghurt übrig am Ende, aber ja. Was ich aber noch lieber gegessen habe, waren diese. Die gleiche Firma hat auch diese kleinen Schoko-UFOs gemacht. Ne? Da war irgendwie so eine Packung mit so, ich glaube, 4 so Schoko-UFOs. Da waren so Schokoladen. Ja, so nicht Pralinen, aber hatten so Form von so einer Praline. Ich sehe gerade jetzt noch was. Okay, jetzt ich mal, blablabla. Und die waren gefüllt mit Joghurt. Und da waren so kleine Schokodinger, die gefüllt mit Joghurt waren. Und die waren voller Kai. Boah, die habe ich so gerne gegessen. Aber die machen sie nicht mehr, glaube ich. Finde ich voll schade. Okay. Die habe ich voll gerne gegessen, diese Schokodinger. Und so lecker. Und da gab es auch immer ein Spielzeug, glaube ich. Meine Mitte ein Spielzeug, dann links und rechts hat sie so jeweils 2 von denen. Und so lecker. Oh. Bin schade an einige Sachen. Ich kann mich an Sachen erinnern, die ich als Kind gegessen habe, die machen sie nicht mehr, ne? Snickers Cruncher, kennt das noch irgendjemand? Das ist irgendwie. Machen wir so. Weiß aber nicht, klappen, aber egal. Was ich auch mal gegessen habe, immer Snickers Cruncher. Das ist irgendwie so eine Snickers-Sorte, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Aber boah, jetzt ruft er auch noch. Die sind so lecker. Ich habe die mal, ich muss aber bei mir hier in den Tonleiter stehen. Ich kann mich kaum hören. Ich kann mich kaum selber hören. Ne? So, ich muss diese blöden Ohren hier abstellen, weil. Weil die so, die können die Züge von anderen Gegnern vorspulen, was voll nervig ist. Vorspulen. Keine Ahnung, Snickers Cruncher, die waren in so einer orangen Packung und die waren halt knusprig, ne? War so eine knusprige Sorte von Snickers. Bei uns an der Schule hatten sie immer so einen Wagen, der irgendwie so ein paar Snacks verkauft hat, ne, für die Kinder. Also für uns. Und ja, weiß nicht. Ich habe mir da immer die Snickers Cruncher geholt, weil die so lecker waren.
aber die habe ich seitdem nie mehr gesehen. Die hatten sie irgendwie nur da. Ich weiß nicht, ob, meine Schule irgendwie hier volle Connections hatte oder so, ne? Die versteckten Connections hier. Um an diese Dinger dran zu kommen, aber ich habe die noch nie gesehen und ich fand die so lecker. Ich finde die viel leckerer als die normalen Snickers. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier auf so einen Essensnostalgia-Trip bin, aber ja, sowieso hier noch am Kämpfen, ne? Von daher kann man ja auch machen, ne? Oh Gott, wir nehmen gar keinen Charming, aber ein Twin-Chill. DD. Ja. Dann haben wir dich. Bonk. Wir müssen erstmal die ganzen kleinen Viecher erledigen. Also der Kampf ist voll nervig. Okay. Warte. Was macht jetzt gerade? So, mit unserem Ultimate greifen wir dich an. Sparen wir uns für dich auf. Du hast sowieso nochmal alle Gegner am Ende an, glaube ich, ne? Wie lange der Schild anhält? Ausgegeben habe ich wieder ein paar Relikte hier gefarmt. Für einige Charaktere habe ich jetzt sehr viel bessere Relikte hier. Für Clara habe ich jetzt bessere Relikte. Und für wie war's noch? Jingleo. Jingleo ist ja neben Acheron angeblich der beste Damage Dealer in diesem Spiel bisher. Die müsste mal ein Death Battle haben. Das wäre cool, ne? Zwei Schwertkämpfer, zwei Schwertmeister gegeneinander kämpfen. Oder ja, ich hatte irgendwie Glück, weil irgendwie so ein Event, da kriegst du jetzt irgendwie mehr Relikte, kriegst mehr Relikte Drops gerade und ja, das nehme ich natürlich hier wahr. Und ich habe eine Menge gute Relikte für Jingleo bekommen, die ist jetzt sehr viel stärker und clever auch. Aber leider nichts für die Charaktere, die wir gerade hier spielen. Also ja, ich bekomme leider nichts davon mit von diesen Machtunterschied. Ah, daher kriegt sie diese Ladung, weil er sich selber irgendwie Debuffs macht. Das ist auch richtig cool. Das heißt, selbst wenn ich keine Debuffs bei den Gegnern hinterlasse. Das könnte nicht schlecht werden für Dings, für den Galaga vielleicht. Aber ich wusste jetzt irgendwas. Der Vogel starrt dich an, ohne ein Wort zu sagen. Hier ist etwas scheinbar Unsichtbares. Beep. Schließlich nickt der Vogel zu dir, dreht sich um und fliegt weg. Aber er hat mir gewunken. Wie viele Vögel haben wir überhaupt? Hab ich gleich nachgeguckt. Wie viele gibt es hier? 10. Finde insgesamt Origami. Nee, gibt's was? Finde alle Original. 20. Hier sollen 20 Origami-Vögel rumlaufen, was? Da klingt nach ein bisschen Overkill. Ich höre noch einen irgendwo, glaube ich. Jetzt glaube ich noch auf der anderen Seite, ne? Ich muss, da heißt, ich muss wahrscheinlich alle hier suchen, ne? Ich jetzt mal an. Boah, 20 Dinger zu finden, das könnte ein bisschen dauern, ja. Boah, ist diesen Lichtkegel nicht unbedingt, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich habe nicht so viele Jagdcharaktere. Da. Ja, ich glaube, Duschang habe ich auch ein bisschen Set gegeben. Ich habe dieses Box-Set irgendwie hier gegrindet. Welcher Rhythmus passt am besten zu dieser Melodie? Hier ist etwas scheinbar Unsichtbares. Denkst du nicht, das ist ein bisschen zu langsam? Piep, warum machen wir den Rhythmus nicht etwas schneller? Dong, 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 dong. Danke für die Inspiration. Ich muss mal schneller notieren. War jetzt gerade ein Fehler, dass ich den gleichen Dialog wie vorhin hatte? Das kam mir jetzt nicht irgendwie so richtig rüber. So, hier gibt es 9 von 27 Schätzen. Gut, weiter. Schauen wir uns hier um. Ich kann eigentlich mit Topaz hier rumlaufen, dann würde ich die Truhen ja voll schnell finden, was ich sowieso machen werde auf Screen.
Da, wir waren das, habe ich jetzt nicht mehr gelesen, verdammt. Gegner, was? Geh weg, ich hatte schon einen Kampf, reicht mir. Ich bin nicht mal an der Daumen gelaufen. Oh, der Topaz, ne? Ne, das ist seiner, gar nicht wahr. Oder? Doch. Ich dachte, er, das war seiner, weil er gelb war. So wegen der Haarfarbe und so, ne? Vielleicht liegt er überhaupt nicht da. Entschuldige mich kurz. Ich muss mein Kabel hier umdeponieren. Ist sowas von der Bösewicht, ey. Ne? Sunday. Wir reden ja noch über den Stein, nicht? Nicht über die Frau Topaz, ne? Ich glaube, ihr Name wird mit Z geschrieben. Aber ich weiß nicht, wie das in Deutsch ist. Sieht aus wie diese Steine, die man in Genshin Impact braucht, um Charaktere aufsteigen zu lassen. Diese Elementarsteine. Truhe. Willst du denn damit sagen, dass grün eine gerissene Farbe ist? Dann hast du recht. Das ist ein Aventurin. Ist das eine Farbe oder ein Stein? Lass mich das mal googeln. Ich hoffe, ich tu mir nicht irgendwie einen Spoiler oder so hier gerade aufdrängen. Aventurin. Gem Aventur. Oh, ja, Google zeigt mir ja. Ja, das ist ein grüner Stein, stimmt. Oh.
Schade. Das ist diese Frau. Ich wollte wortwörtlich gerade sagen, diese eine Frau, die wir letztens gesehen haben, ist doch bestimmt auch eine von denen, ne? Von diesen Steintypen, Leuten. Diese hochrangigen IFK-Mitglieder. Ja, Jade, ich weiß gar nicht, was Jade ist, was das für eine Farbe ist. Ein Topaz ist, glaube ich, ja, ein Topaz ist gelb, wie sehen wir wortwörtlich gerade auf dem Screen. Aber dann wusste ich auch schon. Ich weiß nicht, was Jade ist. Ich glaube, Jade ist, ich nehme an, pink, weil ihre Haare pink waren. Gem, Jade. Ne, ist auch grün. Ich hätte gedacht, ja, pink, wegen ihren pinken Haare und so, ne? Obwohl Topaz hat auch nicht gelb irgendwie in ihrer, in ihren Haaren oder ihre Kleidung oder irgendwie sowas. Jetzt weiß und rot, also.最初から一番ふさわしい場所にある。そう。この安っぽい宝石の中にね。君は出発前、砂金石を砕いた。その見た目。 Das ist immer eine clevere Antwort auf alles, weil ich bin gerade so glücklich. Ja, so wie die Glücklichkeit, die du nie im Leben empfinden wirst. Ich finde, dieses ganze Gespräch könnte man irgendwie ein bisschen kürzer zusammenfassen. Es dauert schon wieder so lange hier alles. Tut mir leid, aber... Ja, muss das ja alles immer so lange dauern. Mir fällt sowas immer erst auf, wenn ich irgendwie, mir ist halt bei Final Fantasy 16 schon damals aufgefallen, so wie lange die Konversationen in dem Spiel sind im Vergleich zu MiHoYo spielen. MiHoYo Spieler haben irgendwie so ein Problem, die erzählen zu viel, ohne viel zu erzählen, ne? mehr Show anstatt Tell, also mehr zeigen als erzählen. Da ist viel zu viel Information und Character Development, also in einer Unterhaltung. Weil müssen wir das wirklich alles wissen?君にはわからないことがたくさんあるってことさ。僕がどうやって全てを手に入れようとしてるのかもわからないだろ。それは君が本当にできることが前提になるけどね。ま、その時になればわかるさ。 Also ja. Weiß nicht. Ich meine, mehr über den Charakter auszufinden ist ja schön und gut, aber das kann man auch machen mit weniger. Gespräche und weniger Worte. Ne? Das ist mir erst recht aufgefallen, als ich irgendwie, weil ich Final Fantasy 16 damals gespielt habe. Da habe ich auch irgendwie so. Keine Ahnung, da ist mir halt so richtig aufgefallen, als ich hol den kleinen jungen Aventurin ein. Als ich irgendwie da irgendwie so Cutscenes mir angeschaut habe und mir gesehen habe, wie schnell die vorbei sind. Ne? Du redest mit einer neuen Person, für die du eine Nebenquest hier akzeptierst.
und das Gespräch dauert vielleicht ein paar Minuten, so ein, zwei Minuten. Wenn du in Genshin mit einer Person zum ersten Mal redest, die erzählt dir erstmal ihre gesamte Lebensgeschichte und dann kommt noch Paimon und tut irgendwie irgendwas Sinnloses noch hinzufügen. Dann gibt es irgendwie Dialogauswahlen, die auch nichts irgendwie beeinflussen eigentlich und es wird alles so in die Länge gezogen, so ein bisschen. Jetzt. Ja. 30 Minuten. Guck mal, wie lange diese Konversation jetzt sein wird. Ne? Und wenn er mir schon so lange Cutscenes gibt, dann gibt mir so ein bisschen, dann teilt die so ein bisschen auf, ne? So mit ein bisschen Gameplay dazwischen, weil in einer der letzten Folgen, die ich hier aufgenommen habe, saß ich wortwörtlich hier eine halbe Stunde lang und habe mir nur Cutscenes angeschaut. Das ist ein bisschen lange. Also ohne so ein bisschen Gameplay so da reinzupacken, ist halt ein bisschen langweilig, ne? Und einfach zu so eine riesige Lawine von Konversationen, die du alle nicht aufnehmen kannst. Okay. Ja, da war in Ordnung. Ne? So, jetzt kommt hier wieder so ein kleiner Pause dazwischen. Ne? Ich soll irgendwas machen. Ne? Ja, so ist in Ordnung. Ne? So ist in Ordnung. Was muss ich, was ist das? Hallo? Hallo, ich bin gerade erst gespawnt. Wähle die Umdrehtaste. Oh, ich mag diese Musik. Sie haben wie Mario Kart die Musik. Wähle die Umdrehtaste. Was ist die Umdrehtaste? Um Gegner und Straßensperren auszuweichen. Wenn du kurz vor einem Zusammenfall ausweichst, wird extrem überholt aussehen. Du wirst für kurze Zeit unbesiegbar. Ah, wie ein Burnout. Durch das Ausdehnen von Extremen und das Einsammeln von Untersuchungsgegenständen, blablabla, ich werde das schon checken. Im Filmmodus ist die Länge des Films begrenzt. Die Vorschrittsleute zeigt den Aufnahmen von schon. Nein, ich werde das schon alles kapieren irgendwie. So, weißt du, die Auswahl da. Ah, okay. Okay, ja, ich wollte gerade fragen, wie. Nein. Ich wollte gerade fragen, wie nah muss ich von denen entfernt sein? Oh. Ah ja, ich bin unbesiegbar. Ich vergaß. Dash. Also will ich ja eigentlich immer. Da kommt der Stücke. Safety Car. Da war ich mit nichts hier gegengestoßen bin, oder was? Okay. Ja, siehst du, das ist in Ordnung, ne? So eine kleine Cutscene. Eine ein, zweiminütige Cutscene, dann ein bisschen Gameplay und jetzt geht's wieder weiter mit Cutscenes. So ist in Ordnung. Das Tempo ist in Ordnung, ne? Kann auch ein bisschen länger sein, ne? So zwei, drei Minuten, ne? So, kann ich da mehrmals? Gibt's da irgendwie, weiß nicht. Filmmodus. Oh, what? Ja, ich will 2000 Punkte. Fast and Furious. Furiness. Furinus. Was ist das? Das ist ein Hamsterballritter. Oh. Was sind die Belohnungen hier? Wenn das alles nur Geld und Dings ist, dann mache ich das auf Screen. Fortsetzungsmodus. Was ist Fortsetzungsmodus? Dies ist die Geschichte von Clockys Freund. Verfügbar nach dem Abschluss Abenteuermission Regisseur ohne Gage. Boah. Ja, komm, wir machen mal ein paar davon. Will ja nicht lange dauern, ne? 2000. Na, guck mal, wie lange das. Haha. Ich glaube, da war zu früh. Das ist lustig. Aber. Und der Stücke. Ich habe schon 2000 Punkte. Eigentlich schon Overkill, was ich mache. Was, wenn ich hier durchgehe? Okay. Ja, komm, machen wir. Scheint relativ schnell zu gehen, ja, ne? Sprüche sind auch nicht, ne? Ja,
Muss mal herausfinden, wie weit ich entfernt sein muss von denen. Na, da war zu früh. Was? Er hat den Straßen. Boah. Gar nicht gesehen. So, jetzt seid ihr dran. Na, nein, ich wurde dreimal getroffen. Boah. Hier Stücke. Statt. Ah, die Dinger geben auch so. Dich. Ja, sehr gut. Da ist er wieder. Bonk. Ja, ist ziemlich einfach. 2500 Punkte. Boah. Warte mal, wenn ich danach auch kurz unbesiegbar, wenn ich das mache. Ah, verdammt. Da wollte ich ihn noch haben, aber ich glaube, wenn ich direkt danach mache, dann bin ich auch kurz unbesiegbar. Nein, du Stück. Ich hatte da so kurz. Na, ich bin zu gierig. Ich will noch den Boost von denen haben, ey. Da komm her. Das ist zu spät. Ah. Okay. Ja, ich verpasst, egal. Na und? Ah, Gott. Oh Gott. Großer irgendwas, weiß nicht. Okay, jetzt wird es ein bisschen knapper. Großer Überholer, irgendwas. Na, okay, wieder schön Dings hier. Stellare Jad, Jade, ich weiß gar nicht, wie man Jade auf Deutsch ausspricht. Jade, ne? Ja, ich glaube Jade, ne? Stellare Jade. So, okay. Ah, kann ich eigentlich schon vergessen, ja. Glaube ich. Mal gucken, ob man da auch einen Überholungsbonus kriegt, aber ich glaube eher nicht, ne? Weil kannst nicht wirklich irgendwas überholen, was sich nicht bewegt, ne? Ja, warte mal, also wenn ich den überhole und dann direkt wieder nach oben gehe, ne? Ja. Ja, wenn ich die überhole und dann direkt kaputt mache, dann. Oh mein Gott. Das. Komm her, Stück. Na, hey, komm, mal. Aber ich will ja nicht weiß hier, wann das hier abläuft, ey. Den kann man doch überholen, aber ist voll schwierig. Ja, ich kann eigentlich so machen, ne? Ja. Kampfszene, Aufladung, Dash. Na, ja, wusste ich nicht, ob ich. Na, ah, Sack. Ganz schon knapp, habe ich so Gefühl. Oh Gott. Ja, oh Gott. Komm her, komm zu Papa. Ja, okay. Ja, lassen wir das, ne? Fast and Furious Teil 2. Ja, passt. Wir haben den ersten Teil abgeschlossen. Im zweiten Teil kann man ja mal einen anderen Part beim nächsten Mal vielleicht weitermachen. Ne? So, was hab ich bekommen? Safety. Mach unverletzt eine Aufnahme mit einem Leben, wo ist der Glocke-Ableger?
für eine Glocke Ableger First und Furious zehnmal hintereinander ohne Unterbrechung extreme Überholung durch. Kein Ding. Ich will ein paar Dinger bekommen, ne? So, es ist ein bisschen schade, dass die Gacha hier von Aventurin bald zu Ende ist, ne? Ich hätte noch gerne ein bisschen was aufgenommen. Nachdem, aber wir können ja vielleicht mal Sparkles Dinge hier irgendwann machen, ne? Ihre Companion Mission. Würde ich auch gerne mal sehen. Wollte eigentlich keinen Sinn machen, weil ich alle anderen Companion Missions schon offscreen gemacht habe, ne? Jetzt dann mit einer hier zu starten. Wir sind doof, glaube ich noch. 40,5. Lass mal sehen. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Aber du bist doch ich, oder? あのメールが見えるかい君があそこから出てくるまでに僕は君のことを完全に理解してみせよ僕たちのスタジオの旅はまだ終わってない君の走馬灯もまだ続いてるそしてこの道のりが長く続こうとも僕は全く気にしない. Nice. Jetzt kommt natürlich ja voll kurz Cutscenes, ne? Ich muss mich nur einmal beschweren, dann hat das schon geklappt, ne? Ah ne, Vögel sind hier. Da konnte ich ja schon vorher hin. Bin ich ja nicht hingegangen, schon vorhin. Ja. War schon wieder Orte erkundet, wo ich noch gar nicht hin sollte. Hier gibt es kein Wasser, nur Felsen. Nur Felsen, kein Wasser. Eine, okay. Er war vorhin in die Truhe. Hier konnte ich, glaube ich, vorhin noch nicht hin. Und ich bin ja gar nicht hingegangen, glaube ich. Meine Fesseln. Wie viel ist das überhaupt? Wir hören die ganze Zeit diese Währung. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist überhaupt. Boah, Entschuldigung, ich kurz aufstoßen. Gut, den suche ich sowieso. Opal, nara, toppen.
Nopal. Ah, zukünftiger Charakter. でも僕はそれができないんじゃなくて、そうするつもりがないんだ。わかるかい？だって不公平な対戦なんて楽しくないだろう。 Der diesen Knopf. Ja, das war viel zu schnell weg. Ja, Sparkle, die hat ja, ich glaube, sie hat hier die Licht, nein, sie hatte den Lichtkegel, ne? Oh, ich will aber mal sehen. Hier von dem maskierten Narren haben wir ja schon mal jemanden getroffen. Hier dieser Typ und unten rechts, der hat mir ein, der hat mal einen so ein Event hier irgendwie hier. Voll. Okay, ich habe mir gerade gedacht, vielleicht wird der augenspielbare Charakter, aber der sieht mir ein bisschen zu unwichtig aus, glaube ich. Ne, der hat nur einen Anzug an und die Maske. Aber er ist auch einer der maskierten Narren, so wie sie. Ne, ich weiß nicht genau, was die sind. Die sind irgendwie, ich glaube, das sind irgendwie so Anbeter von so von einem der Aeons hier. Warte mal, kann man doch eigentlich nachgucken, ne? Kann man ja nachgucken. Da wird ja alles. Das ist nicht das Richtige. Man kann man ja alles nachgucken, ne? Glossar. Immer und Tor, Pfadfinder, Runmei, Figur, Harmonie-Seiten, Stellaron. Ist das nicht hier irgendwo? Fraktion da. Dann können wir mal kurz lesen, was die so sind, ne? Maskierten Narren. Die maskierten Narren erzählen eine Geschichte über die Geburt ihres geliebten Aeons. Als der Aeon des Hochgefühl der höchsten Art des Baums existiert. Selbst eine Organisation wie die maskierten Narren singt ein Loblied auf ihren Aeon. Der Aeon wird dich niemals aufgeben, dich niemals im Stich lassen oder verlassen. Die Narren glauben, dass die Wahrheit der Welt ein Witz ist und dass der eigentliche Sinn aller Dinge im bloßen Lachen liegt. Das Imperium ist, das Universum ist unbarmherzig, aber Freude beiseite, den Scherz milderten den Kummer. Ja, ich weiß nicht, von welchen Aeon die sind. Ist ja dieser eine. Am liebsten wäre, wenn ja auch die Bilder von ihnen wären, ne? Das ist ja, glaube ich, ne? Nichtigkeit. Glaubt aber, konnte man nicht irgendwo hier noch. Ich glaube, im Dings konnte man, kann man die sehen, ne? In Herthas Universum hier, im simulierten Universum, da kann man irgendwie die Bilder der Aeons mal anschauen, wie so alle aussehen. Ich glaube X ist einfach nur so eine Masse, so eine blobbige Masse ist dann eigentlich mit Augen. Der Aeon der Zerstörung sieht ein bisschen aus wie Blade hier, dieser, also nicht der von Marvel oder DC oder von wo auch immer der ist, sondern wie der Charakter in diesem Spiel. Ich glaube, der Aeon von der Harmonie, ist irgendwie so eine sechsarmige Frau. Hm.
Er ist so merkwürdig, sein Mund geht immer so langsam zu, mit seinen Zähnen sichtbar. Ich muss mal darauf achten, wenn er aufgehört zu reden. Geld. Okay, finde Flieher, der Böbe, Flieher, Gang, das ist meine Mission. Verändert sich das Ding hier die ganze Zeit oder bilde ich mir nur ein? What? Ich weiß nicht, ob es da jetzt neue Wege irgendwie aufgetan haben oder nicht. Ich aber, oh Mann. Ich dachte, wir sind ja wieder beim Alten. Oh Gott, wie viele Dinger sind hier? Das hier ist nicht richtig. Ne? Doch da. Verbleibende Energie. Ich habe auch nicht so viele. Weiter kann ich ja gar nicht benutzen dann. Na Mann. Zurücksetzen.
muss ich mal ausnahmsweise nachdenken. So, hier kann ich nur da treffen. Hier kann ich das, hier kann ich nur da treffen. Hier kann ich das. Hier kann ich nur da treffen. Ich habe doch immer nur eine Wahl hier. What? Ach, da ist noch eins. Da oben links auch irgendwie was? Nee, ne? So. Aber hallo. Grund. Das wäre so ein Fernseher, glaube ich, ne? Sehr. Und wenn ich jetzt mal die größten Regisseur von Traumstadt bin, dann drehe ich meinen ersten Film auf jeden Fall mit Hanno. Für Hanno. Wenn du mal einen Film mit mir drehen willst, dann komm mich am großen Baum besuchen. Also klar, Vogelregisseur. So. Aber das wollte ich noch nicht platzieren. Ich wollte das hier platzieren. Hier. Und ich hin. Hier. Ich habe mir das Ding ja genau platziert im Weg. Da kommt hier hin. Das kommt. Hier hin. What? So eine Lampe, oder? What? Keine Ahnung, oder hier. What? Sag ich doch. So rum. Ah. Neuer Schatz ist abgesetzt. Da war ja nichts drin. Ja, das ist wie so eine Meme. Und es dauert nur weiter. Kippt so schnell. Die tun immer so schnell auftauchen. Ich bemerke die nicht früh genug. Ey. Und dann verschwinden die schon wieder. Und das, nein. Aber kein Wasser. So, dann habe ich gesehen. So, ist ja noch eine Abkürzung. Kann schon sagen, kann ich hier einen treffen? Hm. Aber kein Wasser. So, ich muss hier rein. Alles klar, ich muss. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen das noch. Und dann nähern wir uns zu dem Ende für heute. Grunz. Da finde ich wieder so einen Raketenwerfer hier. Boah. Ja, ich wusste, da war noch was. Ja, Grunz. Ich meine Grunz, ja. Das ist das, was ich sagen wollte. Hier ist auch noch Raketen, darf ich die mitnehmen? Wow. Ich habe ich nicht gesehen. Das geht weg. Irgendwas anderes zum kaputt machen. Ich will den, glaube ich, da hinten erledigen, ne? Ja, immer nebenbei die Dinger lockt mal. Vielleicht muss ich sogar machen, ne? Ich muss aufpassen, manchmal können auch so Vögel in diesem Minispiel ja auftauchen, ne? Yay.
Dann war schon fertig, anscheinend. Wow. Ich träumte, ich wäre ein kleiner Mann, was auch immer er sein soll. Ich weiß. Kannst Lederschuhe hören. Das ist meine krasse Fähigkeit, die du hast. So, da machen wir auch noch. Oder auch nicht, weil die Dinger jetzt alle hier versteckt sind. Da muss ich auch noch mal hier durch. Nein. Na gut, komm. Wenn wir hier sind, gut. Schon sagen, wenn die Gegner wieder respawned sind, ne? So, oh, komm mal hier. Ich habe mir gerade gedacht, da kannst du bestimmt hinter, ne? Okay, vielleicht sollte ich mich ja doch noch ein bisschen umschauen. Beinahe verpasst das gute Stück. Oh, hier ist auch eine. Ich habe beinahe verpasst. Das erklärt mir Treppenwert nach dem Schrumpfen durch Stone anspruchsvoll wie eine Wanderung. Lass uns einen anderen Weg versuchen. Ah, mein Gott, wir sind alle hier. Ich dachte, hier wäre nur einer. So. Oh nein, ich habe das Gefühl, einer von denen ist irgendwie da oben. Mein Teleporter gewesen. Hm, bin ich wieder hier? Mit dem, ja, mit der Filmkassette. Ja. Ich will noch mal kurz aus dem Weg gehen. Du ziehst mich wahrscheinlich wieder eine 5 Stunden lange Cutscene rein, ne? Also wir erstmal alles an ihr untersuchen. Ich wollte eigentlich die Dinger hier finden, die, oh, die Puzzleteile noch. Aber hier sind überall Gegner. Hier sehe ich einen Boss irgendwo. Den werde ich aber, glaube ich, nicht mal schaffen hier. Ist ja so später Stunde. Habe ich alle Puzzleteile gerade gefunden? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe Puzzleteile gefunden. Oh, ich habe sie alle gefunden, glaube ich. Sag mir das doch. Hm. Ist das hier? Hier? Dann nochmal hier. Dann haben wir, sieht aus, als wird das näher, war richtig. What? Oh. Das kommt hier hin, ne? Ja. Das kommt hier hin und das kommt hier hin. Yay. Hey, da ist ja noch so ein Ding zum kaputt machen, sehe ich gerade. So, LP, LP, Angriffskraft. Ah, kann man mal gucken. Für den Galaga ist das, glaube ich, gut. Hm. Nee, von da bin ich gekommen. Warum ist das Ding schon wieder da? Hier ist er auch wieder da. So, ich krieg das hier mit nicht kaputt, aber mit Raketenwerfer. Okay, na gut. Ja, da würde ich sagen, dann war es das für diese Folge. In der nächsten Folge müssen wir, glaube ich, ein paar Mal kämpfen, ne? Weil jetzt 2 Gegner sind. Weil soll ich die offscreen erledigen? Ich kann die eigentlich auch offscreen erledigen, ne? Ja. Ja, die muss ich gar nicht bekämpfen. Ja, guck mal. Muss ich gar nicht erledigen, Dinger. Perfekt. Also ich habe sie erledigt, aber nicht auf die Weise, wie man sich vorstellen könnte, ne? So, irgendwo ja mal so ein Ding zum Aufladen. Glaube ich. Monster können wir im nächsten Part machen, ne? Der in einen Schatz da bewacht. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann wieder weiter hier, ne? Ich weiß nicht, wie weit hier schon sind. Wir haben 16 Truhen, das nehme ich immer so als Anhaltspunkt von 27. Wir müssen bestimmt irgendwann hier hin, ne? Das sieht aus, als könnte hier voller Bosskampf oder so auf uns warten. Aber ich lasse mich überraschen. Ja. Dann sage ich, ich mache für heute Feierabend und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne, von Honkai Star Rail. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar, wenn ihr mal so nett wärt, ne? Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.